Herzlich willkommen zu unserer Review zum Commerzbank Direktdepot. Wie auch in unseren anderen Videos versuchen wir das Thema Finanzen einfach zu erklären, um so gerade Einsteigern zu helfen. Wenn du aber trotzdem noch eine Frage hast, stell diese gerne einfach in den Kommentaren. Da wir gerne langfristig und passiv per Sparplan in ETFs mit vielen verschiedenen Aktien von der ganzen Welt investieren, legen wir bei unseren Reviews auch immer darauf den Fokus. Die meisten Punkte vergeben wir daher hier für die Kosten und die ETF-Auswahl, da diese Aspekte am wichtigsten für den finanziellen Erfolg sind. Andere Punkte wie den Einstieg, verschiedene Sparplanoptionen und Extras berücksichtigen wir natürlich auch, gewichten wir aber deutlich geringer. So, fangen wir direkt mal an mit den Kosten. Hier wird es nämlich direkt spannend. Das Direktdepot bei der Commerzbank ist kostenlos, wenn du im Quartal mindestens einen Trade machst, also einen Sparplan ausführst, etwas kaufst oder verkaufst. Ansonsten kostet das Depot 0,175% des Depotvolumens, mindestens aber 4,95 €. Klar, normalerweise macht man ja diesen einen Trade im Quartal locker. Wenn man aber mal pausieren muss, kann das Depot je nach Volumen schon richtig teuer werden. Die Sparplanausführung ist hier nicht kostenlos. Jede Ausführung kostet 2,50 € plus 0,25%. Hört sich vielleicht erstmal nicht so viel an, aber wirklich wenig ist das auch nicht. Angenommen, man investiert monatlich 100 € in zwei verschiedene ETFs, zahlt man im Jahr 63 € an Provision. Zusätzlich kostet auch das Verkaufen von ETFs etwas. 0,25% der Summe plus 4,90 €, mindestens aber 9,90 €. Bei unseren Tutorials zur Sparplanerstellung und zum Verkauf werden außerdem noch weitere Kosten ausgewiesen, die wir als Kunden tragen müssen. Somit gibt es für die Commerzbank in dieser wichtigen Kategorie nur 20 von 60 Punkten. Okay, machen wir kurz weiter mit der ETF-Auswahl. Hier wird man auf jeden Fall schnell fündig und es gibt auch einige weltweite ETFs. Ganz so riesig ist die Auswahl aber eben dann doch nicht, daher geben wir hier 15 von 20 Punkten. In der nächsten Kategorie haben wir den Einstieg bewertet, da unser Kanal vor allem Leuten helfen soll, die gerade mit dem Investieren anfangen. Zur Depoteröffnung haben wir übrigens auch ein Tutorial aufgenommen. Da gehen wir Schritt für Schritt die Depoterstellung durch. Das findest du unten in der Videobeschreibung. Der Einstieg war komplett online machbar und positiv ist uns aufgefallen, dass es zu den verschiedenen Fragen auch ergänzende Erklärungen gab. Daher vergeben wir hier die vollen Punkte. Wie bereits am Anfang erwähnt, investieren wir langfristig per Sparplan in ETFs, weshalb wir uns die Sparplaneinstellungen hier auch nochmal genauer ansehen. Zahlen können wir den Sparplan leider nur von unserem Konto bei der Commerzbank, weshalb wir einen separaten Dauerauftrag von unserem normalen Girokonto einstellen müssen. Die kleinste Summe für eine Sparplanausführung sind aktuell 25 €, was für den ein oder anderen zum Testen am Anfang schon nicht gerade wenig ist. Das kleinste Ausführungsintervall ist monatlich. Das ist eigentlich ganz normal. Automatische Erhöhungen kann man leider nicht einstellen, dafür aber Pausierungen, falls man gerade nicht das Geld zur Verfügung hat. Somit vergeben wir hier 9 von 14 Punkten. Kommen wir zum Schluss noch zu den Extras. Da die Commerzbank eine Filialbank ist, reicht das Angebot auch weit über das Depot und den Aktienhandel hinaus. Das ist an sich natürlich erstmal ganz praktisch und daher bekommt die Commerzbank in dieser letzten Kategorie auch alle Punkte. Ein kurzer Hinweis, bevor wir zum Fazit kommen. Diese Review ist natürlich keine Anlageberatung und alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Commerzbank überzeugt sicherlich mit dem breiten Angebot, dem guten Einstieg und auch der ETF-Auswahl und den Sparplaneinstellungen. Für uns, die gerne passiv eine möglichst hohe Rendite mit ETFs erzielen wollen, sind die Kosten aber einfach ein entscheidender Faktor. Hier sieht das Commerzbank-Depot nun mal nicht so gut aus und sammelt eben nur ein Drittel der möglichen Punkte. Das wirkt sich natürlich auch enorm auf unser Gesamtergebnis aus, nämlich nur 55%, also 62 von 112 Punkten. Wir würden jetzt gerne wissen, ob die Commerzbank für dich dennoch in Frage kommt oder ob du hier bereits Erfahrungen gesammelt hast. Auch freuen wir uns sehr über Feedback zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal.